Wie schon gesagt, darf ich Sie alle sehr herzlich grüßen heute Morgen zum Gottesdienst. Und wie Sie gehört haben, beschäftigen wir uns heute Morgen mit dem Thema des Glaubens in dieser vorösterlichen Zeit. Wir leben ja in einer sehr ungewöhnlichen Zeit. Ja? Viele gewöhnen sich ja mehr und mehr daran. Mir fällt das schwer. Eigentlich leben wir in einer Art Ausnahmezustand. Und so wie es heute ist, hätten wir uns vor einem Jahr das kaum vorstellen können. Wir erleben in Deutschland eine Pandemie. Die einen glauben, dass es eine Pandemie ist, die anderen glauben es nicht. Auf jeden Fall hat es irgendwie auch mit Glauben zu tun. Und Glaube ist unser Thema heute Morgen. Glauben bei der Pandemie und bei allen möglichen Dingen im Leben hat immer mit irgendeiner Art von Ungewissheit zu tun, sonst müsste man es ja nicht glauben. Sonst wüsste man es ja, oder? Also wenn wir heute im normalen Sprachgebrauch vom Glauben reden, dann heißt das, das ist nicht ganz sicher. Das muss man halt glauben. Das ist nicht beweisbar, das muss man glauben. Ich glaube, dass es so ist, aber es könnte auch anders sein. So verwenden wir heute dieses Wort Glauben. Der Hebräerbrief macht das ganz, ganz anders. Der definiert sehr schön das, was Glaube ist nach seiner Vorstellung. Der sagt, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht. Der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist eine feste Überzeugung und eben keine Vermutung. Der Glaube ist Gewissheit. Christen glauben nicht an irgendetwas, sondern Christen glauben an Tatsachen. Der christliche Glaube fußt nicht auf unserem Gefühl, sondern auf Fakten. Das ist ein großer Unterschied. Das schließt das Gefühl nicht aus, aber das Gefühl ist nicht Basis des Glaubens. Basis unseres Glaubens ist die Wahrheit in Christus. Und Paulus sagt, wir können nichts wider die Wahrheit. Christen glauben beileibe nicht alles. Und meinen Geschäftskollegen sage ich auch, du, ich bin Christ, ich glaube nicht alles. Dann schmunzelt er immer, ja, weil er natürlich Glauben mit Christsein auch in Verbindung bringt. Paulus sagt auch, prüfet alles und das Gute behaltet. Glaubt nicht einem jeden Geist, sagt die Bibel. Der Glaube, sagt der Hebräerbrief, ist ein Überzeugtsein, eine Überzeugung, eine feste Überzeugung von etwas, das man nicht sieht. Aber was macht das denn so überzeugt? Was macht uns so überzeugt? Das ist die Bibel. Das ist Gottes Wort. Gottes Wort macht uns so überzeugt, weil wir das lesen und prüfen. Jemand hat mich gefragt, warum ich Christ bin und warum ich glaube. Ich habe gesagt, du, das ist ganz einfach. Ich habe die Bibel gelesen. Ich habe geprüft, ob es wahr ist. Es ist alles wahr. Warum soll ich das nicht glauben? So einfach ist es. Ja? Was wird denn geglaubt im christlichen Glauben und wie wird das bewiesen in der Bibel? Geglaubt wird, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist ja schon mal unglaublich, ja? Da fängt es ja direkt schon an. Geglaubt wird, dass er für die Sünden aller Menschen bezahlt hat und dass er allein der Weg zum ewigen Leben ist und dass er allein der Weg zu Gott ist, der unser Vater im Himmel sein will. Geglaubt wird, und davon spricht auch der Hebräerbrief in Kapitel 11, geglaubt wird, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, er für die Sünden aller Menschen bezahlt hat und dass er allein der Weg ist. Das wird geglaubt. Warum wird das geglaubt? Weil das schon im Alten Testament steht. Das ist keine neutestamentliche Botschaft. Im Neuen Testament wird sie offenbart, aber sie steht schon im Alten Testament, schon sehr früh im Alten Testament. So früh, dass eigentlich alle Juden, die ja nur das Alte Testament lesen, eigentlich alle Juden Christen sein müssten. Denn es ist ja ihr Messias und es steht schon in ihrem Teil der Bibel, im Alten Testament.
Im Neuen Testament wird es offenbart, aber im Alten Testament ist es schon angelegt und schon Jahrtausende, bevor Jesus überhaupt kam, stand davon schon in der Schrift. Denn der Same der Frau würde ja der Schlange den Kopf zertreten, oder? Das ist ziemlich am Anfang der Bibel. So als ob Gott nicht davon schweigen könnte, dass er kommen wird. Und der Nachkomme der Frau, Gott wird Mensch, ja, Gott kommt ins Fleisch. Der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Es gibt ein weiteres Beispiel, das ich euch gerne heute Morgen vorlesen möchte oder Ihnen, ja, ungefähr 1000 Jahre vor dem Kommen Jesu schon geschrieben, aus Sprüche 30, eine meiner liebsten Bibelstellen im Alten Testament, wenn es darum geht, von Jesus Christus zu lesen. Da steht direkt in Vers 1, Sprüche 30, wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Sprüche 30, 900, 950 vor Christus geschrieben. Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Das steht nicht im Neuen Testament, das steht im Alten Testament. Das steht im Alten Testament der Juden, denen Gottes Wort anvertraut war. Wie heißt der, der aller Welt Enden gestellt hat? Naja, Gott. Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Die Christen wissen das. Wenn du das weißt und bekennst, hast du ewiges Leben. Wir folgen nicht klugen Fabeln oder irgendwelchen Geschichtelchen. Wir folgen den Fakten Gottes. Das heißt, wir stehen auf einem sehr, sehr festen Grund, der nicht so schnell umzuwerfen ist, von keiner Kritik und keiner Philosophie. Im Moment beschäftige ich mich sehr mit dem modernen Rabbinentum, die ja auch eine gewisse Renaissance erleben und die gerne das Judentum als Funken des Lichts in der Welt darstellen wollen. Das ist sehr interessant, wie hart die das Neue Testament angehen und wie gut die unser Neues Testament zum Teil kennen. Sehr, sehr gut. Und wie hart die Kritik ist. Und die Frage ist, ob die evangelischen Prediger dem entgegentreten können und sagen können, das ist so und so und es steht schon in eurer Bibel. Aber das wird auf uns zukommen, dass es heißen wird aus dieser Richtung, das ist eigentlich unsere Bibel und wir können Hebräisch besser als ihr und wir verstehen die Bibel auch besser als ihr und wir erklären euch jetzt mal, wie das zu verstehen ist. In Amerika ist das schon so, das ist aktuell, weil dort das Judentum stärker vertreten ist als in Europa, speziell in Deutschland. Aber wenn der ein oder andere von Ihnen des Englischen mächtig ist, dann kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen im Internet. Das ist hochspannend, was sich da gerade tut. Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du es? 3000 Jahre alt. Jesus kam vor 2000 Jahren. Der Sohn dessen, der alle Welt geschaffen hat. Warum es die Juden nicht glauben, ist vor diesem Hintergrund mir unverständlich. Denn ein Jude ist ja jemand, der an Gott glaubt. Jemand, der an Gott glaubt, muss auch glauben, das, was Gott tut. Wenn Gott seinen Sohn schickt, müssten sie alle an seinen Sohn glauben. Es ist ihr Messias. Und er ist ja nur zu uns gekommen, weil sie ihn verworfen haben. Und er wird eines Tages auch wieder zurückgehen nach Hause und dieses Volk sich wieder annehmen. Wir sind also fest davon überzeugt, dass Jesus Christus unsere Hoffnung ist und wir zweifeln nicht an dem, dass wir zwar noch nicht sehen, aber das kommen wird, nämlich die Wiederkunft Jesu Christi und unserer Vereinigung mit ihm. Es sind Tatsachen, an die wir glauben. Es sind Fakten, an die wir glauben. Dinge, die wir zeigen können und beweisen können, weil die Botschaft Jesu Christi schon Jahrtausende vorher angekündigt worden ist. Wenn aber das erste Kommen Christi gekommen ist, dann kommt auch das zweite Kommen Christi. Und darauf warten wir. Wir sind Wartende.
Das alles ist der Grund, warum die Bibel so ein dickes Buch ist. Dicker als jeder Karl May. Ich habe früher große Probleme gehabt, Karl May zu lesen. Ich glaube, ich habe nicht eins von denen gelesen, weil mir da einfach zu viele Buchstaben drin waren. Ich muss das gestehen. Mein Bruder hat die verschlungen. Ich habe das nie geschafft. Ich bin immer mit dem Moped unterwegs gewesen irgendwo. Ja? Bücher lesen war nicht so meins. Aber als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mich vergraben in dieses Wort. Und ich finde, das ist das Spannendste, was überhaupt in meinem Leben passiert ist. Dem nachzuprüfen, nachzusuchen. Also das ist der Grund, warum die Bibel so ein dickes Buch ist, weil Gott uns mit vielen Hinweisen und Beweisen überzeugen wollte, dass Jesus der Christus ist und dass er wiederkommt. Deswegen ist die Bibel so dick. Ist der Glaube, den wir in der Bibel finden, heute noch angesagt? Ist er noch aktuell? Ja, unbedingt. Der ist ja überhaupt nicht alt geworden. Die Welt ist alt geworden, aber der Glaube Gottes, der bleibt jung und bleibt frisch. Dieser Glaube ist immer noch aktuell und vielleicht aktueller denn je, weil viele durch diese Krise nachdenklich werden. Weil die sind nämlich plötzlich aus ihrem Leben herausgerissen worden und wurden in den Medien mit dem Sterben konfrontiert. Und zwar heftig. Die wurden mit dem Sterben torpediert. Das ist ein Riesenschreck, der den Leuten in die Glieder gefahren ist. Ihr Christen beschäftigt euch immer mal mit dem Sterben. Ihr hört sonntags immer wieder vom Sterben, und aber auch von der Auferstehung. Wir Christen haben uns an die Frage des Sterbens ein Stück weit gewöhnt. Zumindest beschäftigen wir uns mit dem Gedanken, dass auch unser Leben endlich ist, und wir hören das immer wieder in Predigten. Aber Menschen, die dem christlichen Glauben halt nicht so nahestehen wie wir, für die war das ein absoluter Schock. Niemand redet gerne über das Sterben. Ich war bei einer großen deutschen Bank und bei einer großen Schweizer Bank, und wir haben immer wieder mit vermögenden Privatkunden zu tun gehabt. Und diese Frage des Ablebens eines Menschen löst in Vermögenssituationen jede Menge Dinge aus, die man möglichst früh regeln sollte. Aber für die Kollegen von der Bank war das immer sehr delikat, dieses Thema mit ihren Kunden anzusprechen, ja. Das kann man ja verstehen. Wir hatten einen Berater bei uns, der war, ich glaube, sogar aus der Schweiz. Der hat diese Lebensversicherungen gekauft, Erbschaftssteuerversicherungen. Ein hochkomplexes Finanzsystem. Und der stand immer vor den Kunden und sagte, Memorium morte. Warum? Weil, wenn Sie Ihre Handflächen anschauen, dann sehen Sie Ihren Handflächen immer ein M. In jedes Handflächen ist innen ein M. Denken Sie daran, dass Sie sterben müssen. Memorium morte. Können Sie sich vorstellen, was es ausgelöst hat in den Kunden? Wir sind ein Stück weit daran gewöhnt, vom Sterben zu hören und über das Sterben nachzudenken. Warum? Weil wir eine Hoffnung der Auferstehung haben. Aber können Sie sich vorstellen, was für ein Schock das für die Menschen war, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche mit dem Sterben und mit einem schlimmen Sterben konfrontiert zu sein? Natürlich ist der Glaube heute immer noch aktuell. Und viele Menschen haben natürlich angefangen, darüber nachzudenken, wo gehe ich hin? Und haben vielleicht auch darüber angefangen nachzudenken, wo ihre christlichen Wurzeln sind. Haben sie es vielleicht an ihre Konfirmation erinnert, vielleicht nicht an ihre Taufe, weil die war vielleicht etwas früh, aber vielleicht an ihre Konfirmation, und haben vielleicht auch angefangen, die Bibel nochmal aufzuschlagen. Wer sucht, soll finden, sagt Jesus. Und vielleicht ist jeder von uns so ein kleiner Leuchtturm, wenn man Menschen irgendwo trifft. Ja, niemand erreicht von der Kanzel hier so viele Menschen wie ihr täglich in eurem Umfeld. Ihr seid ja Exponenten, ja, wenn wir im Alltag sind. Und im Alltag über den Glauben zu sprechen, ist viel wirksamer, weil von hier erwartet man ja fromme Worte. Aber im Alltag mit Leuten über Jesus zu sprechen, hat viel mehr Kraft, weil es so direkt und so unerwartet kommt. Deswegen sind wir alle Boten an Christi Stadt. Leben wir in der Endzeit? Ist die Impfung das Mahlzeichen des Tieres? Da kämpfe ich so ein bisschen mit, ja. Also ich würde eher sagen, nein. Dann und wann erinnert es mich vielleicht ein bisschen dran, aber da müsste man gesondert drüber sprechen.
Leben wir in der, kommt die Entrückung bald? Das sind Fragen, die im Internet und unter den Leuten auch heftig diskutiert werden, ja. Weil diese Ungewissheit viele natürlich auch sorgt. Aber wann die Entrückung kommt, weiß niemand. Warum werden wir denn entrückt? Weil wir von oben herab geboren sind. Wenn wir von oben herab gezeugt und geboren sind, dann gehören wir auch wieder hinauf. Jesus sagt, niemand fährt hinauf, der nicht zuvor von oben herab gekommen ist und geboren wurde. Damit meint er zunächst sich, Johannes 3, Nikodemus. Aber das gilt für jeden einzelnen Christen, auch der wiedergeboren ist, wer von oben herab gezeugt ist, fährt auch wieder hinauf. Deswegen wird die Gemeinde entrückt. Warum? Weil unser Bürgerrecht nicht hier ist, sondern im Himmel. Eines Tages werden alle auferstehen. An einem Tag. Und werden en atomos in einem Augenblick verwandelt werden und hinaufgerückt werden in den Himmel. Das ist die große Hoffnung, die die Christen haben. Das ist etwas Unglaubliches. Steht aber auch schon im Alten Testament. Alles, was wir im Neuen Testament lesen, steht schon im Alten Testament. Wir müssen nur Licht haben dafür, das zu finden und zu verstehen. Das ist ja der Beweis dafür, dass das, was wir glauben, zuverlässig ist. Eine zuverlässige Hoffnung ist. Kommt die Entrückung? Niemand kann den Zeitpunkt errechnen und niemand kann das Datum bestimmen, wann die Entrückung ist. Das kann niemand. Viele haben das versucht und sind alle gescheitert. Es war immer falsch bisher. Zum Glück, gell? Sonst wäre die Entrückung ja schon gewesen. Aber niemand hat das rechnen können. Jesus sagt selbst, dass niemand den Tag oder die Stunde kennt, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Er sagt das zu Erdenzeiten. Jetzt, wo er im Himmel ist und mit dem Vater vereint ist, weiß er das auch. Aber zu Lebzeiten wusste er das nicht und wir wissen das auch nicht. Trotzdem sagt Jesus, dass seiner Ankunft verschiedene Zeiten und Ereignisse vorausgehen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass der Feigenbaum Blätter trägt. Und wenn der Feigenbaum für Israel stehen sollte, dann müssten wir sagen, dass die Staatsgründung Israels zu den endzeitlichen Zeichen unbedingt dazugehört. Und ist jetzt auch schon 70 Jahre her, 72 Jahre, fast 73 Jahre. Denn die Endzeitreden Jesu können nicht in Erfüllung gehen, ohne dass ein Staat Israel da ist und eine Stadt Jerusalem. Das sehen wir heute vor unseren Augen. Das ist ein Wegzeichen für die Christenheit. Ja? Eins, was wir schon kennen, wo wir uns vielleicht auch schon dran gewöhnt haben, aber der Glaube an Jesus Christus und das Wort Gottes ist aktueller denn je. Glaube, wer war der absolute Urvater des Glaubens, der Exponent, der Meister? Natürlich Jesus Christus, aber dann auch Abraham. Abraham war der Vater des Glaubens. Der Erzvater aller Erzväter. Was hat der denn geglaubt? Im Hebräerbrief steht, dass der Glaube eine Hoffnung ist auf das, was man noch nicht sieht. Und um auch das zu ergänzen und nicht zu vergessen, Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Wir haben das in der Bibelstunde immer wieder mal bewegt, ja? Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Denn als Gott zu ihm sagt, dass er ihm seinen Sohn Isaak opfern soll, da geht er mit seinen Knechten und dem Esel zum Berg Moria und sagt zu den Knechten, bleibt hier, wenn wir angebetet haben, nicht geopfert haben, wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder. Wer wir? Er und sein Sohn Isaak. Ja, aber der sollte doch gerade zum Opfern gehen. Aber Abraham wusste, Gott hatte auf den Isaak Verheißung gelegt, von Isaak sollen dir Nachkommen kommen. Wenn Gott jetzt von mir fordert, dass ich Isaak opfere, gibt es nur eine Möglichkeit. Gott muss den wieder lebendig machen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Glaube war? Ich habe meine Frau gefragt. Ich darf das sagen, gell? Beim Frühstückstisch reden wir immer über so Sachen. Sag ich, was hättest du gedacht von Gott? Wenn jetzt Gott dir einen Sohn schenkt und sagt, das ist der Sohn der Verheißung. Von Isaak sollen dir Nachkommen kommen wie die Sterne am Himmel. Und plötzlich sagt Gott, opfere mir den Sohn. Ich hätte gesagt, Gott hat seine Meinung geändert. Hätte ich gesagt. Meine Frau hat gesagt, sie würde Gott vorwerfen, dass Gott noch nie ein Menschenopfer gefordert hat. Warum jetzt?
Oh, sage ich, meine Frau ist schlauer als ich, ja? Ich hätte gedacht, Gott hat seine Meinung geändert. Meine Frau wirft Gott etwas vor, was aus der Bibel kommt. Manchmal muss man auf seine Frauen hören, ihr Männer. Und manchmal muss man auf seinen Mann hören, ihr Frauen. Das ist immer ausgewogen, gell? Aber also so geht es bei uns zum Frühstückstisch manchmal zu. Abraham hat beides nicht gemacht. Abraham hat etwas Unglaubliches gemacht. Abraham hat gesagt, wenn in Isaak die Verheißung ist und Gott jetzt will, dass ich Isaak opfere, gibt es nur eine Chance, nur eine Möglichkeit, um diesen Widerspruch zu klären. Der muss auferstehen. Also gehen wir jetzt zum Berg Moria, werden anbeten und kommen wir wieder. Dann hat Abraham an die Auferstehung geglaubt? Ja. Ja, glauben wir auch an die Auferstehung? Ja. Abraham hat geglaubt, dass Gott den toten Isaak wieder zum Leben erwecken würde. Wir glauben, dass Gott den toten Jesus zum Leben erweckt hat. Dann glauben wir ja wie Abraham. Ja. Dann sind wir Abrahams Kinder. Ja, natürlich. Im Glauben und in Wahrheit. Dann sind wir Abrahams Nachkommen. Ja. Er ist der Vater des Glaubens und wir haben denselben Glauben wie Abraham. Das ist schön. Das ist Altes Testament. Das wurde im Neuen Testament erklärt. Deswegen glauben wir. Wir glauben nicht alles, was wir hören, beileibe nicht. Und ich kann Ihnen nicht raten, alles zu glauben, was Sie hören. Aber das glaube ich. Deswegen ist Abraham unser Vater im Glauben. Und weil so viele Menschen in der Welt an die Auferstehung Jesu geglaubt haben und damit geglaubt haben wie Abraham, deswegen hat Abraham Nachkommen bekommen wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer, der nicht zu zählen ist. Damit ist nicht das leibliche Israel gemeint, sondern damit sind die Glaubensnachfolger Abrahams gemeint. Und die Welt hat geglaubt. Wunderschön. So glauben wir also auch an etwas, was wir noch nicht sehen, dass nämlich Jesus Christus wiederkommen wird, um uns zu sich zu holen. Und auch wir leben in einem Land, wir leben in der Welt wie Fremdlinge. Denn wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Aber die Welt gehört uns. Denn wie wird er, Gott, uns mit ihm, Christus, nicht alles schenken? Denn es sei die Welt oder Leben oder Tod, es ist alles euer. Also gehört uns in Christus die ganze Welt und das Leben und der Tod und alles. Aber wir gehören Christi und Christus gehört Gott. So wie Paulus schreibt, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, es ist alles euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. So glauben wir also auch an etwas, was wir noch nicht sehen, dass nämlich Jesus Christus wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Und wir leben wie Fremdlinge, wie Abraham und sind Glaubensnachfolger Abrahams. Denn wir sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Vor diesem Glaubenshintergrund müssen wir auch die gegenwärtige Covid-Krise sehen und verstehen und einordnen. Dann relativiert sich vieles, denn wir sind Gottes Erben in Christus und irgendwann soll die ganze Welt unser werden und sogar Leben und Tod soll unser sein. Dann sollen wir uns also während unserer Lebzeiten nicht erschrecken lassen. Das heißt nicht, dass wir die Vorschriften, die der Staat uns vorschreibt, nicht einhalten sollten. Christen sind keine Revoluzzer. Aber zutiefst und zuletzt sind wir allein unserem Gott verpflichtet und niemandem sonst. Wir sind deshalb in der Welt, damit wir von Jesus Christus und von dem allein rettenden Glauben einer dahinsterbenden Welt Zeugnis geben sollen. Deswegen sind wir in der Welt. Im persönlichen Zeugnis, in Gottesdiensten, in Predigten, im Gesang. Denn wehe der Welt, wenn die Christen nicht mehr ihrem Heiland singen. Die Christen in China haben den Menschen, die um Masken anstanden, gesagt, nicht die Maske rettet, sondern Jesus Christus rettet. Das ist die Haltung, die ich bei vielen Christen leider vermisse. Viele sorgen sich ängstlich um ihr Leben. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist nachrangig. Selbst wenn es gerechtfertigt wäre, wo bleibt denn unser Glaubensmut?
Wo bleibt denn unsere Zeugniskraft? Entspricht das dem Glaubenszeugnis, das der Hebräerbrief uns heute Morgen zuruft? Luther hat während der Pest, und wir haben nicht die Pest im Land, Luther hat während der Pest erkrankte Menschen in sein Haus aufgenommen und gepflegt. Luther hat einen Pestbrief geschrieben. Lest den mal in der Corona-Krise heute. Luther hat einen Pestbrief geschrieben und er ist selber 5-mal an der Pest erkrankt. Und er hat das überlebt, bis der Herr ihn nach Hause rief und nicht bis die Pest ihn hinweggerafft hat. Das gehört auch zum Glauben. Und darüber sollten wir gerade als evangelische Christen auch nachdenken. Denn wir haben eine ganze Wolke von Zeugen um uns. Wo ist unser Mut? Wo ist unsere Zeugniskraft? Wo ist dann noch unsere Glaubwürdigkeit? Glauben wir nur wie die alten Germanen aus bloßer Angst an Gott? Und wird die Angst jetzt dadurch deutlich und sichtbar, dass die Angst an einer Krankheit zu sterben plötzlich größer ist als die Freude, das Evangelium zu verbreiten? In welcher Form auch immer? Was, ihr Lieben, macht denn einen Christen aus? Was bedeutet das denn, Nachfolge? Stellt euch nur vor, unser Leben würde in Hebräer 11 auch addiert werden. Ihr Leben oder meins oder wem auch immer. Würde es mit dem Leben der Glaubenshelden mitkönnen? Was würde man dann über unser Leben predigen, wenn unser Leben in der Bibel stünde, so wie das Abrahams und Sarahs und Jephthas und Davids? Wäre es ebenfalls zur Ermutigung derer, die die Predigt dann hören, oder wäre es das nicht? Was bedeutet denn Nachfolge? Müssen wir Christen im Westen die Glaubensnachfolge neu lernen? Haben uns das die Christen aus den Ostländern vielleicht voraus? Viele haben dort für ihren Glauben Nachteile erlitten und viele von ihnen sind vom christlichen Glauben abgetreten, weil die kommunistische Partei sie unter Druck gesetzt hat. Ist das zu politisch heute Morgen? Viele sind auch im Nazi-Deutschland vom christlichen Glauben abgetreten, weil sie unter Druck gesetzt wurden. Nach dem Krieg sind sie dann wieder aufgetaucht und Wilhelm Busch, den viele von Ihnen ja kennen, hat darüber in einer seiner Predigten gesprochen und diese Leute offen getadelt. Jetzt dürfen wir uns bewähren. Noch einmal, wir sind keine Revolution, wir sollen uns im Staat einordnen und im Unterordnen, keine Frage. Der Staat trägt das Schwert nicht umsonst. Christen sind keine Umstürzler. Sind sie nicht. Paulus schreibt sogar, dass die, die sich dem Staat widersetzen, Gottes Strafe leiden werden. Und er schreibt das im Bewusstsein und vor dem Hintergrund heftigster Aufstände in der jüdischen Bevölkerung zur damaligen Zeit, die 10 Jahre später zu den jüdischen Kriegen geführt haben und zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Christen sind keine Revolution. Aber ich gebe auch das zu bedenken, hätten sich Paulus und die Apostel der damaligen staatlichen Ordnung in Israel unterworfen, so wie das viele heute fordern, dann gäbe es kein Neues Testament. Hätte sich Christus der damaligen staatlichen Ordnung unterworfen, gäbe es gar keine Erlösung für die Welt. Auch darüber müssen wir mal nachdenken. Sie waren um des Evangeliums willen der staatlichen Ordnung, der sie damals unterworfen waren, offensichtlich nicht untertan. Ich habe meine Kinder gefragt beim Mittagessen, wer war der größte Unruhestifter der Welt? Und sie haben gesagt, der Hitler. Okay, sage ich, noch größer wie der Hitler. Dann sagt mein ältester Sohn, der Paulus. Oh, sage ich, okay. Noch größer wie Paulus. Dann haben sie sich nicht mehr getraut. Dann habe ich gesagt, Jesus Christus war der größte Unruhestifter der Welt. Weil er die Welt aus seiner Grabesstille aufgescheucht hat. Und weil er ganz klar und ganz offen gesagt hat, was Gott wollte und was Gott nicht wollte. Das war der größte Unruhestifter der Welt. Das lag aber nicht daran, dass Jesus Unruhe hätte stiften wollen, sondern das lag an der schmatzenden Selbstzufriedenheit der frommen und frömmelnden Welt damals. Daran lag das, an der Sünde der Heiden und an der Selbstzufriedenheit der Frommen. Daran lag das. Versteht ihr, was ich damit sagen will?
Ich bin mit meiner Frau oft auf Hilfstransporten in Osteuropa gewesen, Slowakei, Rumänien, Moldawien, Kasachstan. Meine Frau öfter als ich und meine Frau noch vor der Öffnung, als der eiserne Vorhang noch da war. Wir haben christliche Bibeln und christliche Literatur in den Ostblock geschmuggelt. Schmuggeln ist verboten. Das war staatlich nicht erlaubt und ich erinnere mich selber auch gut dran, dass ich selber auch meine Zweifel überwinden musste. Was würde ich denn antworten, wenn der Zöllner sagt, habt ihr Bibeln im Auto versteckt? Meine Frau hat mir gestern gesagt, die klassische Frage der Zöllner waren Drogen, Waffen, Bibeln, Fragezeichen. Überlegt mal, was für eine Gemeinschaft. Drogen, Waffen, Bibeln, hallo? Das war die Frage. Lügen fürs Evangelium? Ich verstehe die Zurückhaltung vieler Christen in der Sache sehr, sehr gut. Aber es gibt Christen im Osten, die in dieser Zwickmühle halt gestanden haben. Und wenn die Wahrheit gesagt hätten, wären ganze Gemeinden aufgeflogen und abtransportiert worden. Über solche Leute zu urteilen ist sehr schwer, vor allem wenn es uns so gut geht wie hier im Westen und unser Glaube ja kaum herausgefordert wird, außer dass man vielleicht ein bisschen lacht über uns. Viele tragen diesen Konflikt im Moment innerlich aus. Wie weit darf man gehen? Was ist richtig? Widerstand? Oder dem Staat untertan sein? Soll man demonstrieren oder soll man alles befolgen, was uns zurzeit vorgeschrieben wird? Christen sind keine Revoluzzer. Wir sind keine Umstürzler. Das Christentum ist und war nie staatsfeindlich. Aber der Staat war immer wieder mal christenfeindlich. Und sorry, er wird mehr und mehr menschenfeindlich. Das seht ihr schon an der Gesetzgebung zur Homosexualität, zur frühkindlichen Sexualisierung. Wo leben wir denn langsam? Wir sind unserer heutigen demokratischen Staatsordnung untertan und unterworfen. Aber diese Staatsordnung gewährt uns Versammlungsfreiheit und Glaubensfreiheit. Und selbst wenn diese Freiheiten uns grundgesetzlich nicht erlaubt wären oder entzogen würden, hätten wir trotzdem das Recht dazu, von Gott, von Jesus Christus und von allen Aposteln. Das ist so. Wir sind keine Umstürzler und wir fügen uns dem Staat auch ein. Aber hätte sich Christus der damaligen staatlichen Ordnung unterworfen, gäbe es überhaupt keine Erlösung für die Welt, für niemanden. Muss man drüber nachdenken. Jetzt gibt es aber Erlösung für die Welt und diese Erlösung heißt, glaube an Jesus Christus und wirst gerettet werden vor dem zukünftigen Zorn Gottes, der sich über diese ganze gottlose, antichristliche Welt ergießen wird. Und in dieser Welt müssen wir westeuropäische Christen ganz neu lernen, unseren Glauben zu leben und zu bezeugen. Und das wird nicht ohne Auseinandersetzungen abgehen. Diese Auseinandersetzungen und Anfechtungen gehen aber seit 2000 Jahren über die Christenheit. Das ist nichts Neues. Die Frage wird sein, wie wir uns hier jeder ganz persönlich einordnen werden. Und die Übergänge sind auch fließend. Was der eine noch akzeptiert oder zulässig ansehen mag, ist für den anderen schon unzulässig und nicht mehr akzeptabel. Das ist vielfach so. Da müssen wir uns auch gegenseitig stehen lassen und dennoch lieb haben. Das ist schwierig. Das müssen wir lernen. Und das ist ein Lernprozess, der schwierig ist und schmerzhaft sein kann. Und in diese Situation hinein ruft der Hebräerbrief, durch den Glauben ist Abraham ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Das war Gotteslästerung und gegen die politische Ordnung. Mose weigerte sich. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Widerstand. Durch den Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Das war Hochverrat an Jericho.
Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren wurde, 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kindlein schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Ungehorsam für den Glauben. Schwierig für uns Deutsche besonders. Für Südländer, die haben da nicht so das Problem mit wie wir. Aber für einen Deutschen? Schwierig. Das neu. In diesem Sinn redet also der Hebräerbrief durchaus sehr konkret heute Morgen zu uns. In den letzten Jahren konnten wir unseren Glauben ja vielfach ohne Probleme auf eine manchmal sehr theoretische Weise praktizieren. Es gab keine Berufsverbote, keinerlei Einschränkungen. Aber es hat unserem Glaubensstand selbst nicht gut getan. Denn der Glaube ist nicht stark geworden, weil er sich ja kaum bewähren musste. Ich glaube, dass diese Zeit der Beliebigkeit vorbei ist. Und ich glaube, dass sich eine neue Christenheit bilden wird, kleiner und mutiger. Oder dass sich die jetzige Christenheit grundlegend ändern und umdenken muss. Sonst wird sie die zukünftigen Stürme nicht überstehen. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Viele Nachkommen Abrahams, wie Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Glaubensnachkommen. Amen.